Shilan zahlt einen hohen Preis, um frei zu leben. Im Dezember 2006 flieht sie mit 15 aus ihrer Familie. Als ich erfahren habe, dass mein Vater zurück in den Irak möchte mit uns allen, hatte ich totale Panik und Angst davor, weil ich wusste, wie die Kultur dort ist. Wenn man dann eine junge Frau ist, dann ist es nicht mehr so schön. Und deshalb, ich wusste, was mich dort erwarten wird, dass ich natürlich irgendjemanden von dort heiraten muss irgendwann. Am Tag vor der Reise geht sie unter dem Vorwand, sich von ihren Freundinnen zu verabschieden, aus dem Haus. Meine Mama hat dann noch zu mir gesagt, ich hoffe, du kommst wirklich zurück. Und ich so, ja, Mama, ich bin gleich wieder da. Ich habe versucht, ganz viele Sachen anzuziehen, damit ich so viel wie möglich von mir mitnehmen kann. Und ich bin raus und habe angefangen zu weinen und bin einfach nur gelaufen und gelaufen, weil ich so eine Angst hatte, dass jemand hinter mir herläuft. Ihre beste Freundin und eine Sozialarbeiterin helfen ihr. Sie wird bei einer Familie in Schwerin versteckt und wartet. Diese Ungewissheit, was passiert jetzt, was kommt als nächstes. Ich hatte ja gar keine Ahnung, was mit mir sein wird, ob ich dann doch am Ende mit muss, wenn die Polizei mich dann findet. Ihr Versteck fliegt auf. Die Familie will sie zurückholen, aber ihre Fluchthelfer bringen Shilan auf geheimem Weg nach Berlin, in eine anonyme Kriseneinrichtung für muslimische Mädchen. Erste Fluchtgedanken hegt Shilan bereits mit 11. Als Mädchen hat sie in ihrer traditionell muslimischen Familie nicht viel zu sagen. Anders als ihre deutschen Freundinnen. Ich habe das bei den anderen auch so kennengelernt, dass sie sich getraut haben, mit ihren Eltern zu diskutieren, wenn ihnen etwas nicht gepasst hat oder auch mal zu sagen, was sie gerne wollen oder was nicht. Ich hätte mich niemals getraut, meinem Vater in irgendeiner Weise zu sagen, ich möchte jetzt gerne das oder nein, ich will das nicht, was du mir gerade sagst. Sein Wort war immer sozusagen das Gesetz. Willkürlich und angsteinflößend empfindet sie die Regeln zu Hause. Konflikte mehren sich. Die ältere Schwester flieht als erste 2004 nach Berlin. Shilan ist erst 13, spielt aber mit den gleichen Gedanken. Ein vorherbestimmtes Leben. Zwangsheirat erwartet Shilan wahrscheinlich. Sie trifft die Entscheidung, ich hau ab. Als ich nach Berlin kam, kam ich ja erstmal in diese Einrichtung und dort habe ich mich wirklich ganz gut aufgehoben gefühlt. Da waren natürlich auch andere Mädchen, die ähnliche Geschichten oder noch schlimmere Geschichten als ich erlebt hatten. Und man hat sich so ein bisschen gegenseitig da auch getröstet. Nach 6 Monaten in der Kriseneinrichtung kommt Shilan in eine betreute Wohngruppe. Außerdem ist ihre Schwester in Berlin. Alles scheint gut zu laufen. Da war ich dann auch total selbstständig und konnte machen, was ich wollte, theoretisch gesehen. Aber ich habe es nicht wirklich gemacht. Sie ist einsam und traurig, kämpft mit dem Erlebten. In der Schule passt sie nicht auf und streitet sich ständig. Die Freiheit, die sie gefunden hat, scheint keine wirkliche Freiheit zu sein. Hat sie ihre Familie umsonst verlassen? Das ist ja dann ein Kreislauf irgendwie oder es ist etwas, was nicht wirklich dann besser wird, sondern immer schlimmer. Und ich hatte, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, das Gefühl, dass der Teufel mich verfolgt und mich nicht in Ruhe lassen will. Die Angst lässt sie nicht los. Sie schläft nicht, hat Bauchkrämpfe. Weder Ärzte noch Betreuer können ihr helfen. Ich habe versucht, mich mit dem Islam so ein bisschen zu beschäftigen und vielleicht auch den Halt dann da zu finden. Es wurde nicht besser. Sie ist frei, aber innerlich gefangen. Dann lädt ihre Schwester sie zu einer Bibelstunde ein. Ich war ein bisschen geschockt und dachte, was soll ich in einer Kirche und was ist los mit dir? Und sie hat mich überreden können und ich bin dann tatsächlich mitgegangen und war dann bei einer Bibelstunde dabei gewesen. Und dann hat der Pastor dort angefangen zu sprechen und ich war eigentlich sehr, sehr berührt und
habe das aber versucht, so ein bisschen zu verstecken, weil ich nicht jemand war, der gerne Emotionen zeigen wollte. Aber irgendwann war ich dann so hin und weg, dass ich dann angefangen habe zu weinen und das doch dann auch nicht zurückhalten konnte. Und was mich, glaube ich, damals auch so berührt hat, war diese Liebe, die ich gespürt habe. Es hört sich jetzt wie so ein Märchen an, aber es war wirklich so, dass es eigentlich danach bergauf ging. Und ich habe immer mehr für mich persönlich Wunder erlebt in meinem Leben, wie ich auch wirklich irgendwie in relativ kurzer Zeit aufgegangen bin und positiver wurde und anfing wieder schillernd zu sein, ich selbst, und fröhlicher und nicht mehr alles so negativ zu sehen. Aber nicht alles ist gut. Sie vermisst ihre Familie. Ich habe gesehen, was Gott tun kann in meinem Leben. Und ich glaube, dass er wirklich fähig ist, da auch bei meiner Familie etwas zu verändern. Und sodass ich vielleicht sie auch bald wiedersehen kann.